Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal mit der Vorstellung von meinem Landmann Triton 4.1 Gasgrill. In vielen Videos habt ihr den schon mal gesehen, aber ich dachte, ich zeige euch nach so jahrelanger Erfahrung mal diesen Grill und was er so kann und was er vielleicht besser machen könnte. Auf geht's! Der 57 Kilo schwere Triton 4.1 ist ein vollwertiger Gasgrill. Wir haben hier vier Brenner, die jeweils eine Leistung von 3 kW haben. Die Brenner können halt einzeln geschaltet werden mit einer Piezo-Zündung. Und zusätzlich haben wir hier nebenbei noch eine extra Kochplatte, die wunderbar geeignet ist, um zum Beispiel irgendwelche Barbecue-Soßen oder ähnliches oder wie in meinem letzten Video, was ich euch gezeigt habe, habe ich hier auf dem Grill Zwiebeln und Bacon angebraten als Beilage zum Hackfleisch. Schaut auf jeden Fall mal rein, Video blende ich euch oben ein. Und zwar geht es da um die Moink Hackbrötchen. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Der Brenner an sich funktioniert wunderbar. Wir können hier wunderbar nebenbei irgendwas braten. Und wenn wir es nicht brauchen, können wir das zuklappen und haben hier zusätzliche Abstellfläche. Apropos Abstellfläche, wir haben hier auf der anderen Seite eine weitere Abstellfläche. Diese eignet sich wunderbar dazu, um hier Grillgut abzustellen, was wir quasi, bevor wir es auf den Grill legen oder wenn wir halt Grillgut fertig haben, können wir es hier auch ablegen. Wir können hier aber auch drauf schneiden etc. Also wenn wir quasi mit diesen beiden Flächen eine fast vollwertige Outdoor-Küche, würde ich es jetzt so nennen. Also wir haben hier eigentlich alles, was das Herz begehrt. Wir können nebenbei was kochen, Beilagen oder wenn man zum Beispiel Baked Beans als Beilage macht, kann man die wunderbar auf dem Grill fertig machen. Zusätzlich haben wir hier noch diese Ablagefläche, worauf wir dann schneiden können. Und die vier Brenner, die halt quasi die Grillzonen wunderbar einstellen können. Kommen wir nun mal zu der Grillfläche selbst. Der doppelwandige Deckel isoliert das Grillgut oder beziehungsweise die Temperatur in dem Grill wunderbar. Zusätzlich haben wir hier oben ein Grillthermometer bzw. Grillumluftthermometer, was die Grilltemperatur in dem Grill bzw. Deckelnähe zeigt, welches auch wunderbar funktioniert und auch sehr gut ablesbar ist. Wir haben momentan 150 Grad. Ich habe einen Brenner am Laufen, weil wir hier gerade indirekt hier oben Mettbrötchen bzw. Moinkbrötchen braten oder backen quasi in dem Grill indirekt. Video dazu habe ich euch ja gesagt schon vorhin eingeblendet. Und ja, schauen wir uns jetzt mal die Grillfläche etwas genauer an. Wie ihr sehen könnt, der Grill ist durchaus benutzt. Dieses Grillrost ist emailliertes Gusseisen. Also es macht auf dem Steak durchaus sehr schöne Streifen. Die einzelnen Brenner sind abgedeckt, was dafür sorgt, dass halt kein Fett direkt auf den Brenner tropft, was ziemlich gut ist. Ansonsten haben wir hier pro Brenner eine Leistung von 3 kW, also insgesamt 12 kW, wer rechnen kann, 4 mal 3 gleich 12. Diese Leistung sollte angeblich durch das PTS, Power Thermal Spreading System von Landmann, optimiert sein, dass es hier keine Kälte- und Hitzezonen gibt. Leider muss ich sagen, funktioniert das nicht so 100%. Ich habe euch jetzt schon mal, ich verlinke euch auch hier oben, den sogenannten Toastbrot-Test, den ich gemacht habe, um zu gucken, wie die Wärmeverteilung auf dem Grill ist. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Dort könnt ihr dann sehen, wie quasi welcher Bereich wie beheizt wird. Aber zur Verteidigung von Landmann muss ich sagen, die haben einen wunderbaren Service. In vielen meiner Videos, die ich auf diesem Grill gemacht habe, werdet ihr irgendwann mal so ein Fauchen gehört haben. Das heißt, der Brenner an sich hat wohl irgendwelche Probleme. Landmann weiß da Bescheid und wenn man sich bei Landmann meldet, bekommt man auch ohne Probleme Austauschbrenner. Ich bin noch nicht dazu gekommen, diese Brenner zu tauschen. Wenn ich das getauscht habe, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Toastbrot-Test machen, um zu schauen, ob dann die Wärmeverteilung noch besser ist. Also ansonsten ist sie schon relativ gleichmäßig und ich bin damit auch so zufrieden, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wie ihr sehen könnt, hier oben habe ich das Warmhalterost bzw. eigentlich das Wärmerost, weil ihr wisst ja, Wärme steigt nach oben. Ich könnte hier gerade wunderbar einen kleinen Überblick über die Mettbrötchen sehen, die Moinkbrötchen. Und ich werde jetzt dann gleich mal hier direkt auf dem Grill euch mal ein schönes Steak braten, damit ihr mal seht, wie schön dieser
Grill hier funktioniert. Im unteren Teil haben wir hier einen Verstauraum für die Gasflasche. Hier passen wunderbar die große 11 Kilo Gaskartusche hinein. Dadurch, dass sie eine kleine Versenkung hat, kann man wunderbar auch den Grill durch die Gegend schieben, ohne dass die Gasflasche irgendwie umfällt oder rausfällt. Aber apropos schieben, kommen wir zu dem Punkt, den ich jetzt am meisten an dem Grill bemängeln möchte, und das sind die Räder. Die Räder können zwar festgestellt werden, was ich ziemlich cool finde, wenn man zum Beispiel den Grill auf einer Terrasse stehen hat, dann rollt er einem nicht weg. Was ich aber nachteilig finde, die Räder sind relativ klein, das heißt hier momentan, wie ich ihn gerade stehen habe, auf der Wiese, ist er relativ schwer zu schieben. Wie gesagt, 56 Kilo, das ist nicht gerade so leicht, also mit zwei Mann ist man da besser beraten, alleine geht es gerade so noch. Also an der Stelle finde ich, könnte Landmann durchaus noch nachbessern. Ein bisschen größere Räder, dass es Schieben halt einfacher wird. Aber wie ihr schon gesehen habt im Hintergrund, ich bin gerade dabei, einen Grillplatz zu bauen, um dieses Problem auszumerzen. Ja, das Fazit zu diesem Grill. Wir haben hier einen Grill, der ist nicht gerade günstig. Also wir müssen schon so circa 500 Euro in die Hand nehmen für dieses schöne Gerät. Aber es ist etwas, was auf jeden Fall auf Dauer ist. Wie ihr vielleicht am Anfang gesehen habt, habe ich den Grill momentan noch unter einer günstigen Grillabdeckung, aber ich habe mir jetzt schon eine von Amazon Basic bestellt. Die werde ich demnächst dann drüber machen, wenn die andere, die über den Jordan geht. Die soll auf jeden Fall ein bisschen besser halten. Verlinke ich euch die auf jeden Fall unten drunter. Soll auch für andere Gasgrills funktionieren. Aber kommen wir, wie gesagt, nochmal zu dem Landmann Triton. Wir haben hier den Sidebrenner, wie ich es liebevoll nenne. Der eignet sich, wie gesagt, wunderbar, um noch zusätzlich Sachen zu braten, zu brennen. Auf jeden Fall ein wunderbar hilfreiches Tool und vervollständigt die Outdoor-Küche. Wir haben eine riesengroße Ablagefläche. Das ist ein Problem, was ich momentan bei meinem Kugelweber-Grill habe. Ich stelle immer einen Beistelltisch dahin, um halt Grill gut abzulegen. Es ist wirklich, also selbst für den normalen Barbecue, nicht nur den normalen Barbecue-Griller, sondern auch für den normalen Würstchen-Griller, wie ich es liebevoll nenne, den Casual-Griller, ist es wunderbar, weil wir können hier den Teller abstellen mit dem ungegrillten Grillgut und hier den Teller mit dem gegrillten Grillgut. Das ist halt, die Fläche ist groß genug für beides. Also wir können hier wunderbar arbeiten. Das finde ich klasse. Wir haben hier ein Grillrost, was aus Gusseisen ist. Also wir kriegen richtig schönes Branding in das Fleisch rein. Und die Wärmeableitung ist tipptopp. Also kann ich absolut nicht meckern. Warmhalterost hat mittlerweile ein paar kleine Roststellen kriegt, das finde ich ein bisschen schade, aber so ist es halt. Ne? Irgendwann, der Grill ist auch schon in die Jahre gekommen, deswegen, er sieht auch so benutzt aus, weil er halt benutzt wird. Und dafür hält er sich wunderbar. Ne? Ansonsten, Fazit, Thermometer gut, Verstauraum gut, Grillfläche gut. Wir schauen nochmal, wie das mit dem neuen Brenner funktioniert. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit diesem Grill und kann ihn durchaus empfehlen. Also wenn ihr einen 4-Brenner-Griller sucht, das ist übrigens auch ein Ding, wo ich sagen würde, das möchte ich auf jeden Fall haben. Ein Gasgrill mit 4 Brennern, weil so können wir wunderbar einstellen. Wir haben hier erstmal einen Brenner laufen und wenn wir ein bisschen mehr indirekte Hitze haben wollen, lassen wir 2 Brenner laufen. Und wir können auch theoretisch hier den Grill, die Grillfläche ist riesengroß, können wir auch ganz viel Bratwürstchen grillen. Also wenn ihr mal eine große Grillfeier habt, wo viel Fleisch und Bratwürstchen gebraten werden muss, können wir das auch wunderbar hier auf diesem Grill erledigen. Also quasi auch für Barbecue und Casual Griller im kleinen und großen Stil wunderbar geeignet. Wenn wir nur eine Wurst grillen wollen, stellen wir nur einen Brenner an. Wollen wir mehrere machen, halt mehrere. Das ist halt sehr praktisch und das Ergebnis ist durchaus überzeugend. Alles klar, Leute. Schreibt mir mal eure Meinung unten runter. Wie gesagt, den Toastbrot-Test verlinke ich euch noch und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.